Da meine Mama mir gerade Rucola und Champignons mitgebracht hat, habe ich beschlossen, mir daraus jetzt eine vegane Pizza zu machen. Die werde ich jetzt in der Mikrowelle erstmal auftauen lassen und dann backen. Nochmal zu den Zutaten und Nährwerten. Die Marinara von Vegan Pizza Box hatte ich ja schon mal. Die ist wirklich total fruchtig mit Tomatensoße, Olivenöl, etwas Knoblauch, Oregano aus Weizenmehl. Und hier sind einmal die Nährwerte, 340 Gramm. Die Grammangaben stimmen nicht immer, kann ich gleich aber nochmal nachwiegen. Die 5 Minuten gebacken, jetzt die Champignons drauf und jetzt backe ich die nochmal 5 bis 10 Minuten. Wahnsinn, wie Champignons doch einschrumpeln. Ja, mein Pizzamesser muss leider geschliffen werden. Aber ich kann euch sagen, auch wenn jetzt hier kein Käse drauf ist, die schmeckt auch so mega, weil diese Tomatensoße ist so fruchtig, saftig. Einfach nur Genuss pur. Und auch der Rand ist echt mega. Ich bin ja sonst nicht so der Rand-Fan, aber der ist so lecker. Und ich finde, der Teig ist einfach genial. Also ich finde, so muss eine Pizza sein. Innen dünner Boden, knuspriger Boden und außen knusprig dicker Rand.